Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Daniela von zauberhaft-stempeln.de. Heute möchte ich euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass ab 1.12.2021 um 24 Uhr die Preise purzeln, nämlich im Mini-Katalog Juli bis Dezember. Du kannst sagenhafte Schnäppchen machen. Es gibt ganz wundervolle Stempel- und Stanzformen, die jetzt noch für deine Weihnachtsbastelaktionen radikal reduziert worden sind. Es gibt zum Teil 50% Reduzierungen, also einfach sensationell. Welche Produkte davon betroffen sind, das habe ich dir auf meinem Blog zauberhaft-stempeln.de in einer Liste zur Verfügung gestellt. Und den Link packe ich nochmal in die Infobox hier unten unter dieses Video. Wenn du bei mir bestellen möchtest, dann nutz doch gerne bei Bestellungen bis 200 Euro in meinem Online-Shop meinen Gastgeberinnencode P2GU4RYV, denn das ist dein Dankeschön, dass du mich als gewählt hast und ich bin dir dafür sehr dankbar, denn nur mit lieben Kunden schaffe ich es auch in Zukunft in 2022 weiterhin solche tollen Videos für dich zur Verfügung zu stellen. Und heute verrate ich schon so viel, wir springen auf die Seite 34 im Mini-Katalog. Und heute wird sich alles um dieses tolle Set drehen. Wir haben einmal Night Together, diesen wunderschönen Hintergrundstempel mit der Strickoptik. Und wir werden uns mit den Weihnachtsformen, mit den Stanzformen Weihnachtsstrick auseinandersetzen. Und was ich da gezaubert habe, das zeige ich dir jetzt. Mich erinnert dieses Set ja ein bisschen an die nordische Weihnacht. Und deswegen habe ich die erste Karte in Rot, Glutrot und Weiß gehalten. Das ist der Briefumschlag dazu, denn wir wollen ja Weihnachtspost verschicken. Und das ist meine Karte. Ich habe hier einfach einen glutroten Aufleger verwendet und den zuvor mit dem tollen Hintergrundstempel Night Together mit diesem wunderschönen Stempel in Glutrot bestempelt, also Ton in Ton. Und dann habe ich mir mit den Stanzformen quasi diese verschiedenen Elemente ausgestanzt, eine Zierkordel und noch einen Spruch Frohe Weihnachten und fertig ist eine wunderschöne nordische Weihnachtskarte und ja, mir gefällt sie sehr gut. Deshalb habe ich gleich noch eine zweite gewerkelt und der Unterschied ist hier, ich habe hier einen weißen Aufleger, Kartenaufleger verwendet und hier einen roten. Das wollte ich einfach sehen, wie sich das abhebt und mir gefallen beide Varianten. Hier habe ich das Gold als Kontrast gewählt und hier einfach in dem kühleren Silber. Ja, ich finde beide wunderschön. Und dann hatte ich noch dazu diese beiden Anhängerchen gewerkelt, ebenfalls mit der schönen Stanze. Einfach den Farbkarton mit den Stempeln bedruckt mit dem Hintergrund und dann diese Tiere, diese und Schneeflocken und so weiter ausgestanzt. Und dann hatte ich schon ganz schnell einen wunderschönen Aufleger gezaubert. Weil ich dann so schön am Spielen war, habe ich mir noch eine weitere Variante überlegt. Nämlich, ich habe eine Variante in Abendblau ausgesucht. Der Umschlag ist gleich wie die rote Karte. Und dann habe ich mich für eine etwas besonderere Kartenform entschieden. Und zwar, die Karte ist hier an einem Teil zusammengeklebt und du kannst sie dann hier öffnen und hast hier quasi fast ein quadratisches Feld für all deine Weihnachtswünsche. Und hier habe ich, wie gesagt, mit dem abendblauen Papier gearbeitet, dem passenden Designerpapier und dann hier Ton in Ton gestempelt und ein kleines Schleifchen mit dem Organza-Band gemacht. Und diese Karte möchten wir nun heute zusammen basteln. Also ich habe dir die Inspiration gegeben für diese wunderschöne Karte und für den Anhänger, für deine tollen Geschenke. Und jetzt werden wir diese quasi zweite Option der Karte miteinander basteln. Und du weißt ja, in meinem Video Hashtag WWM 30 Tage Weihnachten habe ich dir die Smoothing-Technik gezeigt und da habe ich dir noch eine Liste verlinkt, wo du deine Weihnachtskarten quasi aufschreiben kannst mit schönem Name und welches Projekt du gemacht hast. Und denk dran, diese PDF-Datei findest du auch auf meinem Blog Zauberhaft Stempeln, wenn dir das weiterhilft.
Nun genug gequasselt, jetzt wollen wir loslegen und schneiden uns die Karte zu. Da die Karte nun einmal quer aufklappt, also an dieser Seite die Falz hat, nehme ich mir einen großen Bogen in Abendblau, der in Color noch der aktuellen, und teile ihn einmal in der Mitte bei 10,5 cm. Du hast somit die Maße 10,5 cm mal 29,7 cm. Das Ganze kürze ich mir nun auf 29 cm, dass es nicht so krumm ist. Ich mag das lieber, wenn das ein gerades Maß ist. Man hat zwar diesen kleinen Reststreifen, aber mit dem lassen sich auch wieder ganz tolle Karten basteln. Dann werden wir die Karte bei 14,5 cm falzen. Das ist unsere ganz normale Falz in der Mitte von der Karte. Und dann brauchen wir noch einmal, aber nur bei einem Teil, bei dem vorderen Teil, hier die Falz, dass die Karte so aufschwingt und das Fensterchen hier, das ist 2,5 cm breit. Und somit schieben wir uns die Karte, das habe ich mir dann einmal herumgedreht, dann kann ich mich hier leichter orientieren und ich falze es dann noch einmal bei 12 cm an der langen Seite. Somit habe ich jetzt quasi, ich lege den Papierschneider kurz zur Seite, dann kann ich dir das besser zeigen beim Falzen. Somit habe ich einmal die Karte in der Mitte geteilt und auf einer Seite hier bei 12 cm nochmal eine Falz gezogen. Und dann werde ich mir das einfach schon schön nachfalten mit unserem Falzbein. Und bei diesem hier klappe ich das auf und klappe es einmal in diese Richtung und einmal in die andere Richtung, dass das schön auf beiden Seiten wegschwingt. Und dann haben wir so quasi unsere Klappkarte im Grundmaß schon fertig. Wir nehmen uns weiterhin den Papierschneider zur Hand. Und wir schneiden uns gleich die Aufleger dazu. Dazu brauchen wir ein Stück Designerpapier. Und da habe ich mich für das Designerpapier in den InColor entschieden. 2020 bis 2022. Das ist ja das sagenhafte Abendblau mit dabei. Und ich habe das karierte verwendet. Und das Streifelchen, das ist ein Reststück. Und so seht ihr, kann man wunderbar Reststücke verwenden. Das hat die Maße 10 cm mal 2 cm. Also 2 cm mal 10 cm. Und das bringen wir uns später hier auf. Weiter geht es mit Weiß, denn wir brauchen ja zwei Aufleger. Einmal den Hintergrund hier und einmal innen, und das sind zweimal die gleichen Maße. Wir nehmen uns das Grundweiß und schneiden uns das auf 11,5 cm mal 10 cm und das Ganze brauchen wir zweimal. Also 11,5 mal 10,5 cm. Zweimal Grundweiß. Und dann brauchen wir noch einen blauen Aufleger. Der hat die Maße 11 cm mal 9,5 cm. Auch hier schaue ich wieder in der Restekiste, was ich gefunden habe. Und das machen wir dann 9,5 cm auf 11 cm. Die Reststücke habe ich mir in einzelne Klarsichthüllen gepackt und immer mit dem jeweiligen Farbnamen versehen und der Farbnummer, also der Bestellnummer, dass ich das gleich finde. Und so habe ich das immer schön sortiert und griffbereit. Das mal als Tipp am Rande. So, Papierschneider darf auf die Seite. Und dann legen wir schon los mit dem Bestempeln. Dazu nehmen wir uns den Stempel Night Together. Das ist ja ein großer Hintergrundstempel.
Und dazu verwende ich den Stempelblock, den ganz großen. Der hat die Nummer, den Buchstaben F und den bringe ich mir auf und der passt ganz sauber, wunderbar hier drauf. Wenn du den großen Stempelblock nicht hast, kannst du das auch wunderschön mit dem Stemperatus arbeiten. Und dann probiere ich das aus und dann passt das in dem Querformat nicht und deswegen lege ich mir das schon richtig rum hin, dass es dann nachher passt, dass ich mit den eingefärbten dann nachher nicht ausprobieren muss, wo es passt. Und ich orientiere mich immer an den karierten Linien. Das ist egal, ob du jetzt die Inch-Seite verwendest oder die Zentimeter. Einfach ein bisschen an den karierten Linien orientieren, dass es nachher nicht krumm wird, der Stempelabdruck. Und deswegen lege ich jedem einfach diese Arbeitsunterlage, dieses Papier ans Herz. Das ist ganz wunderbar. Mit dem Stempelkissen werden wir nun den Stempel einfärben. Und das ist auch Abendblau, also ich möchte absichtlich Ton in Ton arbeiten. Schön flächig den Stempel aufbringen. Und jetzt kannst du es entweder so rüberkippen, denn wir haben es ja uns schon gerade angelegt, oder du arbeitest von oben. Ich werde jetzt diese Variante nehmen, denn wegen der Kamera kann ich das sonst nicht so gut machen. Einfach mal festdrücken, einsaugen lassen und dann nehme ich mir das wieder nach oben. Dann klebt das so ein bisschen fest und dann kann ich mir einfach drunter fahren, zügig abziehen und dann haben wir schon hier unseren wunderschönen Stempelabdruck, der das tolle Strickmuster beinhaltet. Stempel säubern und das mache ich mir auch gleich, dass ich, weil er so groß ist, dass ich nirgends die Farbe verteile, wo sie nicht hingehört. So, in der Zwischenzeit ist dann auch schon unser Stempelabdruck getrocknet und dann können wir schon mit den Stanzformen loslegen. Die Stanzformen Weihnachtsstrick sind sehr spannend, denn es handelt sich hier um einzelne Streifen, also einzelne lockere oder lose Streifen, die ihr selber kombinieren könnt, wie es euch gefällt. Und das finde ich sehr schön, denn das schneidet dann das Ganze auseinander. Und diese Stanzformen, die stanzen quasi nur die einzelnen Teile heraus. Also das ist echt wunderschön. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns doch diesmal die kleinen Hirsche und die Schneeflocken und dann legen wir das schon mal so an, wie es uns gefällt. Und die Tannenbäumchen sind auch ganz entzückend. Und dann geht ein bisschen das Puzzeln los, aber das ist gar nicht schlimm. Dazu nehme ich mir jetzt die Grundplatte meiner Stanz- und Prägemaschine. Lege mir das gerade auf, orientiere mich auch schon wieder ein bisschen an den Karos hier, denn ich kann das ja wunderbar sehen. Und dann schaue ich, dass ich hier und hier das so ein bisschen treffe mit etwa einem halben Zentimeter Abstand. Das dürft ihr jetzt auflegen, wie es euch gefällt. Das ist ein bisschen auszutarieren, aber das klappt ganz gut. Und das gleiche mache ich unten. Und das passt schön von der Breite her auf die Stanzmaschine. Dann mache ich mir in die Mitte die Tannenbäume und da schaue ich natürlich auch, dass ich jetzt nicht so einhalbiere, sondern dass das hier so ein bisschen mittig passt und dass das schön ausgestanzt wird. Dann nehme ich mir die kleinen Hirsche, die sind auch total entzückend und die sahen dann auch auf dem Briefumschlag wunderschön aus. Und die werde ich mir hier in die Mitte reinsetzen und dann die Schneeflocken. Und das Ganze hat echt einen Look von Norweger Pulli und ja, erinnert mich an meinen winterlichen Aufenthalt vor vielen Jahren, wo ich mehrere Monate in Helsinki war. Einer wunderschönen Stadt, wenn es nicht schon immer so dunkel wäre, so früh. Wir sind das ja nicht so gewohnt, aber es war eine wunderschöne Weihnachtszeit und ja,
diese Pullis und dieser nordische Schick hat mich da einfach seitdem nicht mehr losgelassen. Deswegen liebe ich dieses Set schon. Ich nehme mir ein Streifen wieder ablösbares Tesaband und klebe mir das einfach ein bisschen fest, dass da jetzt nichts verrutscht. Denn so finde ich es ganz schön. So könnt ihr es dann auch noch mal anschauen, dass es passt. Einmal die Stanz- und Prägemaschine auf den Tisch. Platten 1, 2, 3 einführen und die zweite Platte obendrauf, die zweite Acrylplatte und dann vorsichtig durchkurbeln. Das geht jetzt ein bisschen schwer. Und am besten gleich noch mal einmal zurück. Und dann haben wir es schon geschafft. Dann lösen wir das ganz vorsichtig. So, den Klebestreifen könnt ihr so circa zwei, dreimal, klappt das bei mir, verwenden. Das ist dann ganz wunderbar. So, ein paar Tannenbäume hängen noch fest und der Rest ist alles super raus. Dann nehmen wir uns dann unseren Aufhebhelfer und pieksen uns die Bäumchen schon mal heraus. Kennt ihr das? Manchmal scheppert es so ein bisschen am Aufhebhelfer, dann einfach die Werkzeuge noch mal ein bisschen festdrehen. So, und dann lege ich mir das hin, wie ich das ausgestanzt habe, also das Teil oben. Dann brauche ich nachher nicht so viel überlegen. Das können wir für den Umschlag verwenden. Und hier das Gleiche. Das schön auseinanderziehen, vorsichtig, dass nichts passiert. Aber es ist relativ stabil. Und dann die anderen Teilchen. Diese Hirsche oder Rentiere können wir dann, oder Elche können wir auch für den Umschlag verwenden. Und dann passt der wieder ganz wunderbar zu unserem Kärtchen dazu. Das einfach jetzt vorsichtig herausdrücken. Und das geht richtig gut. Ich mache das nur langsam, dass die Schneeflöckchen, dass keines dieser kleinen Kristalle hier abbricht. Und dann auch ihr auf die Seite. Dann haben wir das schon fertig. Und schaut mal, ist es nicht wunderschön? Also ich finde es einfach ein Träumchen. Und hoffentlich gebt ihr mir dazu ein Däumchen. Einen Daumen hoch, das wäre ganz wunderbar. Ja. Das freut mich immer sehr und Kommentare auch, dass ich einfach ein bisschen eure Reaktionen sehe. Wir nehmen uns nun eines der zugeschnittenen Weiß, Grundweiß und bitte darauf achten, legt es sicherheitshalber hin, dass der breite Teil die Länge hat er von 11,5 cm, dass er einfach da quer vor euch liegt. Ein bisschen Tombow. Und dann kleben wir uns das mit ein bisschen Abstand hier unten auf. Und dann habe ich mir das andere oben genommen. Schön auch ein bisschen in die Zacken, braucht es gar nicht viel, einfach nur ein bisschen verteilen, dass es flächig klebt. Und hier machen wir das Gleiche. Und dann nehmen wir uns den großen Teil und der passt ja perfekt in die Mitte rein. Und dann stanzen, den haben wir uns ja schön ausgestanzt und dann kleben wir ihn ebenfalls fest. Wer das wie ich jetzt nicht gern in der Hand hält zum Kleben, nimmt sich bitte die Silikon-Bastelmatte. Da kann man den Tombow dann wieder schön davon entfernen und eure Unterlage wird nicht mit Kleber verschmiert. Die Materialien, weißt du, findest du ja auch auf meinem Blog immer aufgelistet.
Dann wissen auch die, die Bastelanfänger sind oder das neu beginnen, Bescheid, was man denn so alles benötigt. Und ich finde, die Karte ist durchaus auch für Anfänger geeignet. Sieht kompliziert aus, ist es aber gar nicht. So, dann haben wir das schon wunderschön fertig. Und dann lassen wir das trocknen. Und in der Zwischenzeit würde ich sagen, nehmen wir uns einen von mir heißgeliebten C6-Umschlag. Und dann kleben wir uns das doch gleich unten auf. Dann kann das auch schon mal trocknen. Dann können wir nachher in Ruhe stempeln, nochmal hier auf den Umschlag und die Etiketten. Vorsichtig andrücken. Und nun passt dann auch der zweite Streifen perfekt hier hin. Und der Umschlag lässt dann, wie gesagt, schon erahnen, um was es in der Karte geht. Reststückchen schneiden wir ab. Für den Innenaufleger habe ich Schneeflöckchen und zwei Schneeflöckchen verwendet und einen Tannenbaum. Das heißt, ich habe jetzt die restlichen Dinge zur freien Verfügung hier für den Umschlag. Und dann kann ich mir auch hier oben ein Schneeflöckchen setzen und meine kleinen Hirsche. Die können wir doch da wunderbar. Und toll ist auch, dass die in zwei unterschiedliche Richtungen schauen. Also sie galoppieren quasi auch aufeinander zu. Kann man das schön machen. Und in die Mitte setzen wir uns einen Tannenbaum. Das ist halt jetzt ein bisschen Feinarbeit, die Dinge aufzukleben, die man ausgestanzt hat. Aber ich finde, es macht einen richtig tollen Effekt und sieht super schön aus. Also mir gefällt das sehr. Und ihr könnt auch, wenn ihr das nicht mit der Hand aufnehmt, könnt ihr auch diese Klebespitze vom Aufhebhelfer nehmen und dann einfach euch das so aufnehmen und dann aufbringen. Das geht natürlich auch. Gerade vielleicht bei den Schneeflöckchen einmal so und dann könnt ihr auch so vorsichtig. Jetzt muss es nur festkleben. Ein bisschen beherzter. Bin da immer ein bisschen zaghaft. Und dann könnt ihr auch so das Schneeflöckchen aufsetzen. So, wunderschön. Auch das darf trocknen. Und dann nehmen wir uns noch den Innenteil. Und dann bringen wir uns auch hier noch die kleinen Stanzformen aus. So passt alles wunderschön zusammen. Und am Wochenende ist bei uns im Allgäu der erste Schnee gefallen und dann fand ich es noch gleich viel perfekter, da diese Karte dazu zu haben. So, ihr Lieben, wir gehen weiter an das Finishing unserer Karte. Wir haben ja hier schon den Streifen mit dem Designerpapier, den werden wir uns jetzt gleich mal aufkleben. Den machen wir ganz links hier. Dann werden wir uns diesen Klappteil, und da stelle ich mir das absichtlich so auf, dass ich weiß, dass ich wirklich nur diesen Zwischenstreifen bekleben darf. Einmal so und dann mit dem Falzbein schön festdrücken. Von der anderen Seite ebenfalls festdrücken. Und dann schwingt das ganz wunderbar so auf. Dann können wir uns schon den Innenteil aufkleben. Da mache ich nur den Kleber ganz vorsichtig am Rand. Dass auf keinen Fall, das passiert selten, aber dass auf keinen Fall Klebespuren
zu sehen sind, wo ihr nachher euren Text reinschreibt. Eure persönlichen Weihnachtsgrüße kommen ja hier innen rein. Dann haben wir den Aufleger schon fertig und den kleben wir uns auch auf. Und dann lassen wir das ebenfalls trocknen. Wir nehmen uns diese Stanze zur Wahl, die findest du im Hauptkatalog, und stanzen uns zwei Etiketten aus. Eines stanzen wir in Grundweiß aus. Und das andere stanzen wir in Abendblau aus. Das abendblaue Stempelkissen noch einmal zur Hand. Und dann für den Spruch habe ich mich für das Set Weihnachtsgrüße entschieden, denn ich finde einfach, es ist wunderschön und es bleibt uns fürs nächste Jahr erhalten. Also es ist wirklich eine super Investition. Mir gefallen die Sprüche sehr gut und wir nehmen Wir wünschen fröhliche Feiertage und den Spruch Weihnachtspost, den bringe ich mir dann noch auf dem Umschlag auf. Aber zuerst einmal die fröhlichen Feiertage und das Etikett. Dann mag ich das, wenn der Bauch oben ist. Jetzt muss ich mir das nur ein Stückchen näher zu mir herbringen, dass ich das gut sehen kann. So, perfekt. Einmal die fröhlichen Feiertage und dann die Weihnachtspost auf unseren Umschlag. Das ist ja auch echt ein total schöner Stempel. Super. Perfekt. Stempelt wunderschön ab. Dann bringen wir uns nun die beiden Etiketten aufeinander. Und die habe ich mir jetzt angepasst, dass dieser erste Schwung beim zweiten Schwung hier sitzt und dann gerade. Und dann deshalb gebe ich mir nur ein bisschen hier hin. Das hält schon. Da brauchst gar nicht viel Kleber, dass auf keinen Fall drüber hinausquillt. Schaut, dass es auf dieser Seite auch gerade wird. Und so lassen wir das trocknen. Und dann nehme ich mir ein bisschen von diesem wunderschönen glitzernden Organza-Band und ich versuche mich an einem Schleifchen. Ich bin da nicht ganz so gut. Ich glaube, jetzt ist es ganz ansehnlich. Einmal die Enden abkürzen. Glitzer abwischen. Und dann nehmen wir uns diese Mini-Glue-Dots von der Rolle und den Aufhebhelfer. Und dann werden wir uns das mit dem befestigen. Einfach am hinteren Teil des Schleifchens. Einen Klebepunkt und dann setzt ihr euch das hier unten auf. Dann habe ich mir noch einen Klebepunkt aufgegeben und zwar hier oben drauf und dann setzt ihr euch einfach noch mal ein Schneeflöckchen hier und dann greifen wir einfach das mit den Schneeflocken, das Thema noch mal auf, einen kleinen Klebepunkt. Für eine weitere letzte Schneeflocke und ihr seht, so könnt ihr wunderschön alle eure ausgestanzten Teilchen verwenden. Und das kleben wir uns nun mit den Dimensionals auf. Einfach schön gleichmäßig die Folie abziehen. Und dann haben wir einen wunderschönen 3D-Effekt.
Und wer mag, kann sich die Schleifchenenden noch festkleben. Aber ich finde, das passt bei dem ganz gut. Das braucht es nicht. Ja, und was soll ich sagen, ihr Lieben? Wir haben unsere Karte schon fertig. Und wie versprochen, es geht relativ schnell. Das Aufkleben der kleinen Tierchen und kleinen Accessoires, das dauert am längsten. Aber ich finde diese Stanzform einfach wunderschön. Und ja, mir geht das Herz auf da dabei. Ich finde, es braucht auch gar nicht mehr Glitzer. Wer mag, kann das natürlich gern noch ein bisschen mit Glitzer versehen. Aber es ist einfach für mich eine wunderschöne Weihnachtskarte. Und dann zeige ich nochmal die andere Version in dem Rot und den passenden Anhänger für das Geschenk. Und so seht ihr, könnt ihr mit dem Set wunderschöne Dinge zaubern. Und ja, falls es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Das wäre ganz wunderbar. Abonniert meinen Kanal Zauberhaft Stempeln, denn am besten mit der Glocke verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und denkt daran, der Mini-Katalog an die Prozente und an meinen Gastgeberinnen-Code, du findest ihn auch auf meinem Blog Zauberhaft Stempeln. Und dann bleibt mir nur noch, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Alles Liebe, eure Daniela von zauberhaft-stempeln.de.